Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project. Ja, vorher habt ihr die Cutscene gesehen und wisst dementsprechend hoffentlich, dass wir uns in einer neuen Mission befinden. Und die betrifft den Wassertalisman. Jetzt dürfte hier eigentlich niemand sein, wie auch beim letzten Mal. Dementsprechend ist hier aber auch nichts zu holen. Ich kann hier nirgendwo rein. Schade, schade. Und, wow, die Steuerung ist gerade ein bisschen komisch. Das ist, weil ich irgendwie die LOL-Steuerung noch im Kopf habe. Oh, hallo. Ich glaube, hier muss ich sogar rein, weil überall anders komme ich nicht weiter. Wir suchen den Wassertalisman und zwar suchen wir ihn in den Katakomben unter der Stadt, wo die Hüter ihn bei ihrer Expedition versteckt haben. Ja, diese Hüter, immer kommen die mir in die Quere. Immer das Gleiche mit denen. Nee. Wobei ich eigentlich der Meinung wäre, dass Katakomben unter der Stadt sind und nicht drüber. Aber gut. Warum nicht? Und hier haben wir direkt das erste zum Mitnehmen. Ein Stück Käse. Und einen Pfeil. Hat doch was. Erstmal ein bisschen was futtern, bevor es hier losgeht. Ist ja zumindest nett gemacht, ne? Aha, Moosfeil. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Nicht, dass ich hier wieder runterfalle. Ganz glorreich, wie ich beim letzten Mal immer in die Lava reingefallen bin. Wie Killing Constantine noch meinte, ich könnte meinem Schicksal nicht entrinnen. Ja, offensichtlich konnte ich das nicht. Und was bringt mir das jetzt, dass ich hier oben bin? Ach so, jetzt komme ich hier hinter, ne? Ja. Sneaky, sneaky. Autsch, jetzt habe ich mir noch wehgetan. Mann, was soll das denn? Hallo. Oh, das sieht laut aus. Ist hier jemand? Nein, anscheinend nicht. Huch. So. Ich glaube aber, hier ist auch noch keiner. Dementsprechend kann ich hier auch ruhig ein bisschen Krach machen. Das ist zu. Das ist auf. Sehr schön. Kann ich hier dann irgendwie rein? Kann ich dort aufschließen oder so? Nein? Anscheinend nicht. Egal, dann gehen wir halt natürlich diesen Weg hier. Tür wieder zu. Just because und so. Und natürlich wieder Wasserwege. Wer hätte es gedacht? Würdest du bitte da hochgehen, Garrett? Senior Meisterdieb, ich bitte dich. Dankeschön. Und wieder gibt's nasse Füße. Wundervoll. Ich freue mich. Blub. Okay, mit den Moosfallen kann ich, glaube ich, nicht viel anfangen. Ich nehme mal die hier. Denn, soweit ich weiß, kreuchen und fleuchen hier wieder Viecher rum, die mir ziemlich gefährlich werden können. Nicht nur Giftspinnen, wie, Guess I'm not getting any information from Geary after all. Oh. Ich glaube, das war Geary. Also, Geary heißt er, glaube ich, meiner Meinung nach. Das ist ungünstig. More spiders arrive today, that makes 12 this week. I have no time to puzzle over this strange migration. I must pack up my belongings and move elsewhere on the morrow. Ja. Okay, Spinnen. Viele, viele Spinnen. War das das hier? Plate, okay. Ich guck mal, ob ich dich treffe, mein Freund. Oh, ja, gut. Knapp daneben. Bams! Skill, man! Wo ist mein Pfeil? Ach, ich glaube, ich kann den nicht wieder einsammeln, ne? Na, ich habe ja genug. Passt schon. Aber trotzdem schade drum. Ja, so viel zu meinem Informanten. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Und, ach, muss ich schon wieder schwimmen? Ach, Leute. Wupp. Wupp. Oh!
Was zum? Oha! Oh, Mann. Wenn die einem im Wasser auf den Kopf fallen, dann tut das ziemlich weh, glaube ich. Und ich glaube, dann stehe ich nicht mehr auf. Okay. Lass mal eben... Ach, ich habe da Wasserfälle gesehen. Will der Letzte jetzt bitte auch noch runterkommen? Ich will nicht, dass der mir gleich hier auf den Kopf fällt. Da. Ich mach schnell hier durch. Schnell, schnell. Hopp, da war der Dritte. Wonderful. Na, zumindest sind jetzt alle unten. Sind hier noch mehr Wasserpfeile? Das wäre wundervoll. Ich weiß zwar nicht genau, wofür ich die brauche, aber sicher ist sicher. Ich kann nochmal hier. Wartet. So sehe ich mehr, als wenn ich jetzt über Wasser die ganze Zeit da ist, immer dieses Flackern vor der Nase habe. Okay, jetzt muss ich aber nochmal, weil vielleicht kommt wieder... Na! So eine Tauchstelle hier. Aber ich glaube, die darf eigentlich nicht sehr lang sein, weil es keine Lufttränke gab im Einkaufsbildschirm. Na, passt. Easy. Ja, ich weiß, ich spiele zu viel LOL. Was ist das? Ein Pfeil. Ja, ich höre sie schon, ich höre sie schon. Moospfeile, mit denen kann ich nicht viel anfangen. Ich habe einen Gaspfeil. Wow. Ich bin ja immer mehr so der Fernkämpfer. Da sind die Viecher. Ey, war schon. Was denn? Hauen die vor mir ab? Ernsthaft? What the fuck? Hm. Okay, das war's dann wohl irgendwie. Ah nee, da kommt er. Hey, ach nein, nicht schon wieder. Nein, lauf doch nicht weg. Ich will dich doch nur töten. Dein Ernst? Jetzt hör doch mal auf, hier rumzuspringen wie so ein aufgescheuchtes Reh. Bist du tot? Du bist tot, sehr schön. Wie packe ich denn jetzt meine... Ich glaube, so packe ich die weg, ne? Ja, genau. Okay. Nummer 1 wäre damit erledigt. Aber ich höre immer noch einen. Da, wo der herkommt, gibt es noch mehr. Da ist nämlich noch einer, siehst du? Hallo. Ich hab dich. Hallo? Stirb doch! Warum hat der andere 3 Pfeile ausgehalten, der hier 50? Ich habe nicht mehr viele. Nein, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen! Du Mistvieh! Okay, warte, das mache ich anders. Das mache ich anders. Nein, nicht damit. Hiermit. Komm her. Lass mich doch vorbei. Komm her. Komm. Ben. Okay, jetzt könnt ihr euch die Viecher mal genauer angucken. Ich finde ja, die sehen ziemlich creepy aus. Kann ich dich? Ja, kann ich. Bumm. Bringt mir das hier irgendwas? Wow. Ah ja, hier geht's weiter, okay. Wartet. Ich möchte aber ganz gerne noch mal kurz... Wenn du dein Schwert wegschicken würdest, würdest du vielleicht auch wieder hochkommen. Thank you. Very much. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es hier noch irgendwas zu holen gibt. Einziges Problem ist, dass ich wahrscheinlich wieder nicht mehr zurückfinden werde. Beziehungsweise, wie ich mich kenne, dass ich mich hier komplett verfransen werde. Ah, Spinne, hallo? Hier ist auch noch ein Weg. Wupp. Ist das derselbe? Ich glaube, das ist derselbe, ne? Ich guck erstmal, wo es hier längs geht. Nicht, dass es... Also, wenn das jetzt der Weg ist, den ich eigentlich gehen muss und den ich dann nicht mehr zurückkomme... Okay. Also, wie es aussieht, ist es vollkommen Wurst, wo ich hergehe. Dementsprechend... Autsch. Gehe ich jetzt erstmal in eins von diesen beiden Becken hier rein und gucke, wo die hinführen, weil hier komme ich wenigstens wieder raus. Wand.
Okay, das sieht böse aus. Das sieht ganz böse aus. Aha, okay, hier bin ich in dem anderen Becken. Sehr schön. Heißt, ich muss eigentlich hierher. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Was ich hoffentlich nicht tue. Nee, jetzt bin ich wieder... Hä? Verarschen? Na, da komm ich schon her. Das ist ja Blödsinn. Ich gehe doch mal hier längs. Also offensichtlich komme ich hier nicht weiter. Hat irgendwie keinen Sinn, also gehe ich jetzt hier rein. So, boah. Halt. Erstmal gucken, wo ich lang muss. Da muss ich lang, okay. Was hier? Oh, hallo. Da ich sowieso schon komplett durchnässt bin, ist es jetzt eigentlich... Ah, hier ist ein Lufttrank. Schau mal an. Ich finde das aber nicht gut. I fear to go on. The rest of the expedition have gone on ahead and I was to follow directly. But when the last of them disappeared beneath the surface of the water, all my strength and courage disappeared with them. When they see that I do not follow, they will surely send someone back for me. I need only wait a moment more, or perhaps almost an hour. Dark thoughts haunt me. What is time in a place that sees no sun or moon? What good are tears in a place that is all water? I must rest now. Oh, to have a spot dry enough to recline upon comfort. Ja, also der arme Kerl hier war Teil der Expedition, der Hüterexpedition, wie hier das Schlüsselloch vielleicht auch schon vermuten lässt. Und er hat gesehen, dass alle anderen hier weiter unter die Wasseroberfläche gegangen sind und quasi vorangeschritten sind. Und er hat das aber nicht geschafft, er war nicht mutig genug und hat dann halt gehofft, gewartet, dass hier irgendwer zurückkommt und ihn holt. Und offensichtlich ist dem nicht so gewesen. Kleinen Moment, ich will einmal kurz den Lufttrank ausrüsten hier. Habe ich schon, okay. Nur für den Fall. Ich glaube, kleines Luftloch, okay, sehr schön. Komme ich hierher? Ne, hier komme ich nicht her. Ne? Naja, zumindest komme ich hier auch nicht weg. Heißt, ich gehe jetzt dann mal hier längs. Das ist derselbe Weg wieder. Und schwubbidi-bob. Aha. Den Lufttrank brauche ich doch gar nicht. Gibt es doch über Luftlöcher. Der hat sich vollkommen umsonst Sorgen gemacht, der arme Kerl. Also ertrunken wäre er hier bestimmt nicht. Nein! Ah, ich hänge fest. Oh, scheiße. Okay, wartet. Da unten geht es noch irgendwie weiter. Ich würde gerne ganz kurz gucken, wo es hier hingeht. Oha. Oha. Uff. Ich glaube, ich höre irgendwas, das mir nicht gefällt. Oh. Okay. Stand not against us, lest you feel the string of ignorance's barbs. Ach, das ist der Satz, der in der Karte stand. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich diese Falle auslöse. Wahrscheinlich, wenn ich die... Au, au, au! Ich, offensichtlich einfach, indem ich dran vorbeilaufe. Sehr gut.
Okay, ich habe nicht gespeichert, das ist jetzt gerade mein großes Problem. Dementsprechend, halt wartet. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, kleinen Moment. Hat sich erledigt. Ich muss die Folge an diesem Part beenden. Ich werde natürlich jetzt euch nicht nochmal den ganzen Scheiß hier zumuten, sondern ich werde jetzt weiter vorspielen bis zu dem Teil, an dem ich war und versuchen, möglichst an der Falle vorbeizukommen und nicht wieder durchzurennen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Giri konnte mir jetzt nicht mehr helfen, das war ein bisschen blöd. Das heißt, die Informationen muss ich mir irgendwie alle selber beschaffen, aber das kriegen wir schon hin. Schließlich sind wir ein gedungener Meisterdieb, der weiß, was er tut. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, wichtige Links und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.